Ja, hier, meine Damen und Herren, Sie sehen es. Die Straßen sind gefüllt, es ist großartige Aufregung, Tumulte bilden sich, die Groupies laufen, Bikinis fliegen, schmutzige Socken und natürlich schwarze Sonnenbrillen mit weißen Schneeflöckchen darauf. Es ist uns eine große Ehre gewesen, mit Heino sprechen zu dürfen und selbstverständlich, Sie werden auch Teil sein dürfen unseres Gesprächs. Und zwar auf folgende Art und Weise, nämlich das Interview, das jetzt eingeblendet wird. Jetzt. Ja, es war zu laut, deshalb blenden wir das Interview natürlich noch nicht ein. Wir möchten dazu sagen, Heino hat uns einige brisante Fragen beantwortet. Es ging heiß her, aber wir sind in der Weihnachtszeit. Wir durften nicht zu viel erfahren. Er hat sich ein bisschen schlopperdamopper gehalten. Und deshalb sagen wir, schauen Sie einfach selbst, hier kommt das Interview mit Heino ab jetzt. Guten Abend, die Leute des Ole Jugendmagazins. Wir befinden uns hier beim David-Abdul-Palast, wo unser großer Heino gleich auftreten wird. Und wir hatten heute Nachmittag hatten wir ein Interview mit Heino und wir wollen jetzt einfach nur noch mal die Emotionen einfangen vor dem großen Auftritt. Heino hat uns gesagt, dass es ihm eine große Freude ist. Guten Abend, können Sie für mich nur den Satz beenden? Heino ist. Ich weiß nicht, was er ist, aber trinken Sie. Oh! Ja, warte. Kamera läuft, ja. Heute ist der schöne Tag, weil ich unsere Sonne mag. Oh, ja, das ist da wirklich so. Komm, Heino, sing jetzt. Oh, ja, das macht mich froh. Auch wenn die Stasi mich verfolgen tut, das Leben ist gut. Und viel dazu. Ich denke, Heino, dass du jetzt auch zum Auftritt gehen solltest. Vielen Dank. Was ist eigentlich für dich so der Ansporn gewesen, ist mit den Größten im Geschäft aufzunehmen und warum hast du nicht gesagt, das traue ich mir nicht zu? Ja, da habe ich eine ganz einfache Frage, da habe ich auch eine ganz einfache Antwort drauf. Ich weiß, wir fangen alle unten an, ich fühle mich prädestiniert dazu, ich will auch nach oben und ich meine, Gutes soll mit Gutem vergolten werden und einfach mal, um deine Frage jetzt noch genauer zu beantworten, warum will ich es mit den Großen im Geschäft aufnehmen, warum will ich selber ein großer Fisch, ich möchte die Frage jetzt eigentlich nicht beantworten, also. Kann das so weitergehen? Ist nicht irgendwann zu erwarten, dass auch Ironic Ping Pong irgendwann schwächelt und irgendwann zu arrogant wird, dass man sagt, unsere Videos waren bis jetzt schon so genial, das ist eigentlich das Beste, was man auf der ganzen Welt jemals gesehen hat, was ja auch übereinstimmt die Meinung war. Da kommt dann immer wieder die Frage, wird es möglich sein, dass man da nicht zu sehr selbstverliebt wird und wird es möglich sein, dass man auch wieder richtige Videos macht, anstatt einfach nur Videos, wo man jetzt zum Beispiel sich im Bademantel filmt und einfach nur Scheiße labert? Also von wegen Videos im Bademantel und nein, also ich bin nicht der Meinung, dass sie so etwas, dass sie jemals so tief sinken und so etwas jemals tun. Aber ich möchte, nein, das ist schlecht. Nehmen Sie das nicht mit rein. Ich finde, das geht jetzt schon wieder zu tief in meinem Privatleben rein. Ich möchte, dass Sie das rausnehmen. Ich möchte nichts davon in der Öffentlichkeit sehen. Sollte es dazu kommen, dann werden wir noch voneinander hören, mein Freund, nicht wahr? Hallo ist wieder da. So. Heino ist. Sänger. Entschuldigung, dürfen wir Ihnen nur eine Frage stellen, nur eine Antwort. Heino ist, den Satz beenden. In Ordnung. Heino ist in Ordnung, meine Damen und Herren. Entschuldigung, dürfen wir Ihnen nur eine Frage stellen. Heino ist, den Satz beenden. Heino ist. Kann ich hier nicht sagen.
Heino ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Oder haben Sie noch ein Adjektiv oder... Nicht, nein. Heino ist nicht, nein, meine Damen und Herren. So, vielen Dank. Ich hoffe, Sie sind daran erfreut. Unser Interview mit Heino, das wir am Nachmittag geführt haben, folgt jetzt.